Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Stefan Berger. Stefan Berger ist Europaabgeordneter der CDU, hat maßgeblich auch an der Markets in Crypto Assets Regulation oder auch MiCA mitgewirkt, über die wir ja auch in dem Podcast schon häufig berichtet haben. Und im Rahmen der heutigen Episode möchten wir zum einen über die Ziele und die Bedeutung der MiCA sprechen, aber auch über den Verlauf der MiCA-Verhandlungen, die sicherlich ja auch sehr, sehr langwierig und auch sehr interessant waren. Und wir möchten thematisieren, ob die FTX-Pleite vor wenigen Wochen in Europa mit einer MiCA in Kraft hätte passieren können. Herr Berger, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute zu uns Gast im Podcast sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Super, dann lassen Sie uns doch kurz damit starten. Und das ist eine sehr schwere Frage zum Einstieg, sich kurz zu halten. Was verbirgt sich denn hinter der Markets in Crypto Regulation und warum brauchen wir sie in Europa? Ja, zunächst erstmal hallo aus Straßburg, aus dem Europäischen Parlament. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier bei euch im Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll im Podcast zu MiCA was sagen zu können. MiCA also ist eine europäische Regulierung. MiCA steht für Markets in Crypto Assets. Es ist eine europäische Verordnung, die, wenn sie denn in Kraft tritt, sofort unmittelbar für ganz Europa gilt und die im Grunde genommen zum Ziel hat, einen Rahmen für die gesamte Kryptowelt zu erarbeiten. Wir alle wissen, dass die ganze Krypto- und Blockchain-Welt sehr dynamisch ist. Wir haben vor einigen Jahren über die ganze Frage der Tokenisierung gesprochen. Jetzt reden übrigens alle über NFTs und über Metaversen. Aber ganz grundsätzlich muss man einfach mal sehen, wenn wir beginnen, ganz simpel bei Coins, beim Bitcoin, bei Ethereum oder bei vielen anderen Coins. Ein Coin ist ein Coin, er hat einen Wert und deswegen ist er ein Asset. Und deswegen heißt die Regulierung Markets in Crypto Asset. Und genauso wie für eine Aktie es Regeln gibt, genauso sollte es auch für Coins Regeln geben. Und jetzt beschreibe ich mal in aller Kürze kursorisch, was denn so in MiCA drinsteht. Zunächst mal hat man sich gefragt, was gibt's für Coins? Dann hat man gesagt, es gibt Asset Reference Token, also die auf einen Wert referenziert sind. Es gibt Utility Token, die einen Nutzen haben. Es gibt E-Money Token, die geldähnliche Funktion haben. Und es gibt NFTs, die halt nicht teilbar sind, sondern die halt mein Eigentum sofort sind. Und für diese Token hat man Kategorien entwickelt und Vorschriften erlassen, was man tun muss. Diese Vorschriften betreffen einmal diejenigen, die die Token herausgeben. Also man muss beispielsweise Namen, Adresse, Firma nachweisen. Man muss bestimmte Eigenkapitalanforderungen nachweisen, wenn man einen Coin liest. Man muss bestimmte Verbraucherschutzdinge nachweisen, einen Ansprechpartner haben. Auch den Coin, der muss zurückgetauscht werden. Also zunächst mal Anforderungen an diejenigen, die den Coin issuen, die ihn herausgeben. Dann sind Anforderungen an den Coin selber da. Er muss ein White Paper haben. Er muss seine innere Architektur, seine Technologie erklären. Er muss, der Coin muss einfach transparent sein, muss einfach wissen, was ist das für ein Coin, was hat er für eine Philosophie, was für eine Technik dahinter, welches Produkt und so weiter. Dann gibt es Vorschriften für diejenigen, die mit den Coins handeln, also die CASPs, auch die werden beaufsichtigt, damit eben so, ich sag mal, Fälle wie FTX oder aber auch Tether, wo es auch mal die Reserve nicht gestimmt haben soll, sichergestellt werden kann, dass das nicht passiert. Und natürlich stehen auch Fragen drin zur Aufsicht an sich. In den allermeisten Fällen werden die nationalen Aufsichtsbehörden, in Deutschland wäre das beispielsweise die BaFin, über die meisten Service Provider und Coins die Aufsicht haben. Werden diese Coins aber zu groß, sind sie signifikant, werden auch CASPs, also die Service Provider, zu groß, dann greift die europäische Aufsicht hier EBA oder ESMA. Auch da steht was drin. Dann noch zwei letzte Sachen. Auch wir haben einen Zulassungsprozess für einen Coin. Wie gesagt, er muss angemeldet werden, er muss offengelegt werden. Und wir haben, ja, ich weiß, da sehen viele kritisch, an einigen Stellen auch die EZB drin, weil manche Coins, wie zum Beispiel der Fall Diem oder Libra, da weiß man von vornherein, diese Coins können in Fragen der Währungsstabilität relevant werden. Und deshalb ist bei diesen Coins oder kann die Europäische Zentralbank ein positives Testat bei diesen Coins einfach nicht vorlegen und dann werden sie nicht zugelassen. Als wir das reingeschrieben haben in die Regelung, das war auch der Punkt, an dem Libra und Diem den Versuch aufgegeben haben, auf dem europäischen Markt aktiv zu werden, weil sie natürlich genau wussten, dass die EZB das niemals machen würde. Und an irgendeinem Punkt ist das auch richtig so. Ich habe zwar sehr viel Sympathie für die
gesamte Bitcoin, Blockchain, Coin-Community, was auch immer. Dennoch muss man sehen, dass wir eine Regulierung für 300 oder fast 400 Millionen Menschen vorlegen, die auch noch zum größten Teil in Euro zahlen. Und auch das muss man als Politiker irgendwo noch im Hinterkopf haben. Also bei allem Wunsch bei mir auch, den Wettbewerb zwischen verschiedenen Währungen zuzulassen, finde ich, sind doch noch Leitplanken da, die ein Zusammenleben, was wir jetzt haben, glaube ich, gut ermöglichen. So, das wäre in aller Kürze holzschnittartig, was in Nika drin steht. Ja, und warum brauchen wir das? Ja, damit wir Spielregeln haben, an die sich alle halten können. Und auch wo Spielregeln sind, wo ein Rahmen ist, gibt es meistens einen fairen Wettbewerb. Und den wollen wir in Europa haben. Und das ist der Grund, warum wir Mika gemacht haben. Und ich denke, das FTX-Thema hat auch gezeigt, dass wir eine entsprechende Regulierung benötigen. Aber über das Thema FTX werden wir im zweiten Teil der Episode dann nochmal sprechen. Sie hatten ja wirklich eine sehr spannende Rolle auch inne rund um die Mika. Also ich habe das sehr aufmerksam auch verfolgt. Sie haben da ja auch viel auf Twitter kundgetan, was natürlich sehr gut war hinsichtlich Transparenz und so weiter und so fort. Sie sitzen eben im Ausschuss für Währung und Wirtschaft des Europäischen Parlaments, also im Econ-Ausschuss, und waren auch dort Berichterstatter der Mika. Was kann man sich denn unter dieser Rolle als Berichterstatter vorstellen? Ja, gut, zunächst mal, das Europäische Parlament hat wie alle Parlamente Ausschüsse. Ich sitze im Ausschuss für Economic and Monetary Affairs. Wir befassen uns eben mit den Fragen der Europäischen Zentralbank, mit der Finanzmarktregulierung und Wettbewerbsfragen. Und wenn eine Regulierung vorgeschlagen wird, sie ja nicht vom Parlament, sondern von der Europäischen Kommission. Sie machen die bringen die Gesetze ein. Das Parlament kann sie nur ablehnen oder verändern. Und dann wird ein Berichterstatter gesucht. Unterschiedliche Fraktionen sind dran. Ich bin Teil der EVP, also der christdemokratischen Fraktion. Wir waren dran, und weil ich auch mich früher immer mit geldpolitischen Fragen befasst habe, weil ich das Thema auch spannend finde, habe ich mich bereit erklärt, dieses Thema als Berichterstatter zu bearbeiten. Da ist man federführend, ich sag mal, verantwortlich dafür, alle Änderungsanträge, alle Bemerkungen, alle Diskussionen zu diesem Thema zu ordnen, zu leiten, das Verfahren in der Hand zu halten. Und natürlich auch, Berichterstatter hat man eine Verantwortung. Man möchte auch, dass dieser Bericht dann durchkommt. Man möchte auch, dass eine gute Gesetzgebung in Kraft treten kann. Und man muss versuchen, die widerstreitenden Interessen, die es bei diesem Thema, glaube ich, gab wie bei keinem zweiten, diese widerstreitenden Interessen irgendwo zum Ausgleich zu bringen oder aber in eine Form zu gießen, mit der man weiterarbeitet. Das ist eine sehr spannende und herausfordernde Arbeit. Und so, das ist die Rolle des Berichterstatters. Also im Grunde ist mein Ziel gewesen, diese Regulierung zum Erfolg zu führen. Und das soll ein Berichterstatter tun. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall den Job dann anhand des Merkmals erfüllt. Sie beschreiben auch auf Ihrer Website, dass das natürlich sehr viele Änderungsanträge im Laufe der Zeit aufkamen. Also Sie berichten da konkret von um die 1200, was natürlich extrem viele Dokumente, extrem viele, ich sage mal, Themen, Aspekte, die man da inkludiert haben möchte als Entscheidungsträger, auch als bestimmte Partei. Ich könnte mir da natürlich auch vorstellen, dass die Verhandlungen hier recht lang und recht intensiv waren. Können Sie uns ein paar Einblicke reingeben, natürlich ohne Internas auszuplaudern, ganz klar, aber wie sind denn die Verhandlungen im ECOM-Ausschuss abgelaufen? Also welche politischen Lager gab es hier? Was wollten Sie bewirken? Weil wir haben ja auch gesehen, dass Anfang des Jahres unterschiedliche Meinungen mit den grünen Sozialdemokraten und Konservativen gab zum Proof-of-Work-Ban und so weiter. Also ich glaube, nicht ganz ohne diese Diskussion. Also zu Beginn der Verhandlungen, in der Tat, als wir angefangen haben, das ist jetzt eine Welt, die ist jetzt 2 bis 3 Jahre zurück, ist eine Ewigkeit im Crypto-Space. Da ging sich die Debatte tatsächlich darum, wie sind die Coins zu klassifizieren, wer soll die Aufsicht haben, und tatsächlich ging es um systematische Fragen. Dann hat sich die Debatte etwas verändert. Die Frage NFTs, die wir am Anfang gar nicht hatten, weil das ist im Grunde, als ich angefangen habe, hat sich niemand mit NFTs befasst. Ich kann einfach mal sagen, sie sind in den letzten 2 bis 3 Jahren überhaupt erst aufgekommen als neuer Spieler sozusagen. Da ist die Frage der NFTs dann dazugekommen. Dann natürlich gegen Ende, was mich sehr verwundert hat, die ganze Frage der Ökologie. Am Anfang, ganz grundsätzlich, hatten wir 2 verschiedene Lager. Einmal das Lager, was gesagt hat, okay, ist eine gute Sache, wir müssen hier einen Rahmen geben, damit wir auch in Europa mitspielen können in der Blockchain-Krypto-Welt. Und die Skeptiker, die gesagt haben, nein, wir brauchen das alles nicht, wir haben eine Europäische Zentralbank, das ist alles schwierig, auch Vorurteile, da wird halt Anti-Money-Laundering oder Money-Laundering mitgemacht, da werden kriminelle Geschäfte gemacht im Darknet. Kann man übrigens auch nicht vollkommen ausschließen. Wir machen auch ein Anti-Money-Laundering-Paket. Natürlich sind Coins geeignet oder leicht geeignet, Gesetze zu umgehen. Auf der anderen Seite habe ich auch nur darauf hingewiesen, der wesentlich größere Teil an illegalen Transaktionen findet immer noch in Bargeld statt. Nichtsdestotrotz
muss man sich natürlich auch all diesen Debatten stellen. Also das waren die Debatten am Anfang. Dann kam die Ökologiedebatte und die Ökologiedebatte hat mich wirklich sehr auch überrascht, auch mit welcher Vehemenz die geführt wurde, dass man einfach gesagt hat, okay, da gibt es jetzt den Proof of Work, der verbraucht so viel Energie und deswegen müssen wir ihn verbieten. Heißt, Coins aussetzen vom Handel in Europa, die ein Proof of Work Konzept in sich tragen. Hätten wir das gemacht, wäre es erstens sinnlos gewesen, weil ich hätte mich ja an meinen Laptop setzen können und dann die Coins in Amerika kaufen können, wenn ich gewollt hätte. Also war an sich schon wieder nicht. Und zum Zweiten hätten wir dann die Botschaft ausgesendet, in meinem Verständnis, das Europäische Parlament nimmt an technologischen Entwicklungen nicht mehr teil. Ja? Und dieser Debatte müssen wir erstellen. Wir haben große Debatten drum gehabt, schwierige Debatten. Wir haben auch eine enge Abstimmung über die Frage gehabt. Auch das ist die Wahrheit. Und diese Abstimmung war knapp im Ausschuss. Wir haben aber am Ende gewonnen und ich glaube, es ist auch richtig so. Denn natürlich verbraucht das alles Energie, aber Energie verbraucht alles. Also haben wir gesagt, dann stellt doch erstmal die Playstations ab oder guckt mal weniger Fernsehen oder macht überhaupt mal was anderes. Also alles verbraucht irgendwie Energie und der richtige Weg ist doch, sich die Frage zu stellen, wie können wir denn Energie vernünftig erzeugen, anstatt uns über die Frage zu stellen, wie wir uns selber beschneiden. Und mit Selbstbeschneidung jedenfalls hat noch keine Gesellschaft einen Weg nach vorne gefunden. Natürlich sehe ich die Energiefrage, natürlich sehe ich auch die Frage, dass wir nicht ewig Gaskraftwerke haben können. Ich habe eine 8-jährige Tochter, die stellt mir auch die Frage nach Emissionen, ganz klar. Und trotzdem, ein Rechner an einem Windrad kann ich erstmal nicht als schlecht erkennen. Deshalb haben wir diese Debatte an dieser Stelle beenden können, erfolgreich. Es war nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch bis zuletzt nicht ganz genau gewusst, ob wir wirklich die Mehrheit haben. Und als dann diese Abstimmung aber durch war, ging der Rest von selbst, weil die skeptischen Kräfte gesehen haben, dass sie jetzt keine Mehrheit haben. Und im Kern war diese Auseinandersetzung im Grunde immer die Frage Zentralisten gegen Dezentralisten. Ja, ich sag's einfach mal ganz platt. Gut, ich will es jetzt nicht parteipolitisch machen, aber wir haben die politische Linke mit Grünen, Roten und ganz Roten. Und die denken nun mal eher zentralistisch. Die sehen den Staat als was Gutes. Die wollen über den Staat die Menschen beglücken. Und dann gibt es diejenigen auf der anderen Seite, die Liberalen, die Rechtskonservativen oder wie ich als Mitglied der CDU. Wir glauben an Subsidiaritätsprinzip. Wir sind eher dezentral. Und wir denken das, also ich zum Beispiel denke, ich bin auch kein Libertärer. Ich denke zum Beispiel, dass eine Ebene, die es angehen soll, auch die Dinge regeln soll, für die sie zuständig ist. So. Und glaube nicht, dass alles nur auf das Ego verschoben werden muss. Nur der Einzelne zählt, ist vielleicht auch falsch. Wie immer finde ich nicht die Wahrheit in der Mitte. Ich glaube, wir haben am Ende einen guten Kompromiss gehabt. Da steht jetzt drin. Wir haben Disclosure-Anforderungen. Jeder Coin muss also zeigen, wie er erzeugt wird, wie die Energie, die Energiekonsumption nun ist. Und dann kann jeder Verbraucher selber entscheiden, ob er kauft oder nicht, ob er damit was macht oder nicht. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Glauben Sie, dass zukünftig das Thema wieder aufkommen könnte, dass man eben vielleicht in x Jahren, ich glaube, die Mika wird ja auch sind es 18 Monate dann nochmal reevaluiert, dass man dann dort sagt, okay, hier droht vielleicht eben dann in 18 Monaten so eine Richtung. Ich nenne es jetzt eben wieder Proof-of-Work-Verbot oder würden Sie sagen, dass das erstmal vom Tisch ist? Also bis zur Europawahl ist auf jeden Fall vom Tisch. Nach der Europawahl kommt mindestens auf jeden Fall die Frage NFT. Die muss kommen. Es steht auch in der ist auch ein Trilogergebnis. NFTs müssen wir uns dann nochmal angucken. Halte ich auch für richtig. Das sind dann Coins, wo sehr viel Geld rein investiert wird, womit auch in Metaversen, in Spielen mit bezahlt wird und so. Und da müssen wir auch nochmal drauf gucken. So, und im Zuge dessen kommt immer wieder diese Frage. Und natürlich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Diskussion wiederkommt. Sie kommt jetzt auch in den Vereinigten Staaten wieder. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht ganz unwichtig, mit welchen Mehrheitsverhältnissen das Europäische Parlament nach der nächsten Europawahl besetzt ist. Also besonders wichtig an alle, da dann auch zur Wahl zu gehen. Und sich wäre es vielleicht dieser Frage mal, auch wer jetzt hier zuhört, sich auch die Frage zu stellen, an dieser Frage auch vielleicht mal die Wahlentscheidung mit auszurichten. Genau. Ich erinnere mich, wir haben bei der letzten Bundestagswahl auch ein Spezial gemacht, wo wir die Parteien hinsichtlich Krypto unter die Lupe genommen haben. Dann sollten wir Ähnliches dann auch für die Wahl in Europa an der Stelle machen. Lassen Sie uns gerne auch nochmal über Mika und FTX sprechen, denn es wurde ja im Oktober diesen Jahres erfolgreich die Trilogverhandlungen vom MiCA-Ausschuss angenommen. Die finale Plenarabstimmung soll es dann im EU-Parlament im Februar 2023 geben. Jetzt gab es im November natürlich auch die Pleite von FTX, wie wir alle wissen. Und als Hauptgrund für den FTX-Skandal
Skandal führen. Sie eben ja unter anderem fehlende Regulierung an und fordern nun eine globale Mika, um sie mal zu zitieren. Was meinen Sie mit globaler Mika? Also heute ist übrigens der richtige Tag, um über FTX zu sprechen, denn Sam Bankman-Fried ist heute verhaftet worden. Von daher ist es vielleicht der richtige Moment, mal darüber zu sprechen. Ja. Also wir hatten jetzt den Trilog, ganz kurz nur, dieses Dokument, Mika ist sehr dick, es muss in Amtssprachen übersetzt werden und es hat quasi monatelange Nacharbeiten bedurft, das Trilogergebnis in die Gesetzesform wieder zu packen. Da muss es übersetzt werden, das alles hat eine Zeit gebraucht, da haben Dutzende von Menschen dran gearbeitet. Und alles das muss gerichtsfest sein und deswegen dauert es einfach eine Zeit. Ich hätte es lieber schon im November durchgehabt. Da hätte FTX auch nicht verhindert, da kommen wir ja gleich drauf. Jetzt muss es in Kraft treten und dann wird es 18 Monate danach ist dann voll in ganz Europa in Kraft. Ich glaube aber, die Kryptowelt weiß, was drinsteht. Viele fangen ja jetzt schon an, sich darauf einzurichten. All diejenigen, die Coins herausgeben, die in der Welt aktiv sind, wissen, was kommt und können das jetzt auch schon antizipieren. Und deshalb glaube ich, ist das jetzt auch der richtige Schritt. So, und jetzt zu FTX. Bei FTX, ich will es mal in aller Kürze sagen. Wir haben dort einen 30-jährigen Menschen, Sam Bankman-Fried, der eine Kryptohandelsbörse FTX hatte, die einen Wert hatte von 30 Milliarden. Da habe ich übrigens sehr großen Respekt vor. Ich meine, muss ich ehrlich sagen, wenn du 30 Bissen hast, eine Bude, die 30 Milliarden wert ist, da sage ich gut ab. War auch ziemlich angesagt, der gute Mann. Denke ich. Und der hat ja auch viel Spaß bis zu diesem Zeitpunkt gehabt. Dann hat er die Hälfte des Geldes genommen, 14 Milliarden, und hat die seiner 28-jährigen Freundin gegeben. Also auf den Gedanken musste er erstmal kommen, wenn du 30 Milliarden, also eine Bewertung von 30 Milliarden hast, 14 Milliarden davon deiner Freundin zu geben irgendwie. Und er kannte diese Freundin aus seiner Tätigkeit vorher bei einer Geldanlagefirma. Die haben Arbitragehandel gemacht. Das heißt also, ein Wert hat bei einer Börse den Wert, bei einer anderen Börse den Wert. Und aus der Differenz kannst du ein Geschäft machen. Und im Grunde genommen hat er sich gedacht, okay, wunderbar. Jetzt nehme ich das Geld, gebe das meiner Freundin, die macht da Arbitragehandel mit. Und dann machen wir einen Gewinn, dann geht das alles wieder zurück. Nichts fällt auf und wir werden alle reich wie Scheich. So, das hat er sich gedacht und das war im Grunde die simple Idee dahinter. Die Freundin hat noch in irgendeinem Haus gewohnt und da gab es wohl auch noch, Sam Bankman-Fried ist da hingegangen, da gab es dann wohl noch amoröse Szenen. So, also wie man sich das so vorstellt, ist ja ein Film, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Am Ende muss man feststellen, im Kern ist das Verhalten zweier unreifer Kinder, die mit einem Haufen Geld Dinge, wahrscheinlich noch nicht mal böswillig, Dinge angestellt haben, die man besser damit nicht tut. Und deswegen, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, dass Mika sowas verhindert hätte. Aber ich argumentiere andersrum. Wäre Mika in Kraft gewesen, dann hätte sich so eine Company wie FTX einem Lizenzierungsprozess stellen müssen. Dann hätte man sagen müssen, okay, wer bist du, wie ist deine Rechtsform? Hast du ein Riskmanagement? Hast du Boards? Hast du Leute? Hast du ein Buchhalter? Dann wären diese Situationen, die dazu geführt haben, dass FTX zusammengekracht ist, die hätten gar nicht entstehen können. Dann hätte man das Pferd von vornherein besser aufgezogen und FTX wäre in dieser Form oder hätte sich in dieser Form nicht entwickelt, die dann dazu führt, dass zusammengekracht ist. Wir hatten da keine Aufsicht, keine internen Abläufe, sondern wir hatten da im Grunde ein System, was auf Sam Bankman-Fried zugeschnitten war, was auch von ihm abhängig war, ohne dass jetzt vernünftig oder nach den vernünftigen Spielregeln in der Finanzwirtschaft gearbeitet. Und da ist der Punkt, hätte sich dieses Unternehmen von vornherein Spielregeln gestellt, die auch zum Teil noch aus der guten alten Welt stammen, dann wäre diese Situation aller Voraussicht nach gar nicht aufgetreten. Und deswegen glaube ich, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass Mika das alles verhindert hätte. Du kannst Leuten nicht hinter den Kopf gucken. Aber im Kern glaube ich, dass wenn da vernünftige Aufsichtsstrukturen gewesen wären, hätte der vielleicht die Auslagerung eines großen Teils seiner Gelder von FTX zu Alameda nicht vorgenommen. Und dann wäre das dazu nicht gekommen. Denn diese Auslagerung ist bekannt geworden, daraufhin hat es einen Run gegeben, dann konnte er nicht bezahlen, haben alle alles abgehoben und dann gab es im Grunde eine kleine Kryptoweltwirtschaftskrise, denn genauso ist das 1929 auch passiert.
Und die Leute haben ihr Geld rausgezogen, alle haben verloren und losgegangen ist dann damals mit der Danat Bank. Und das war jetzt beim FTX und das war so eine Art Lehman-Moment. Und da sage ich mal, das hätte nicht sein müssen, wenn Sam Bankman-Fried sich von vornherein an die Spielregeln von Mika hätte halten müssen. Das ist halt meine These dazu. Von vornherein Spielregeln, muss alle dran halten, dann werden alle glücklich und nicht am Ende fragen sich alle, wieso ist das Geld zwischen dem 30-jährigen Sam Bankman-Fried und seiner 28-jährigen Freundin verschwunden. Genau, und da ist vielleicht nur wichtig, um alle Hörerinnen und Hörer abzuholen, dass die Freundin eben Carolyn Allison, also die Geschäftsführerin von Alameda Research, war, also eben der Trading Company, die da sehr stark mit FTX dann vernetzt, verwoben war, möchte ich vielleicht mal sagen. Jetzt finde ich sehr spannend, was Sie sagen, und ich stimme Ihnen da auch absolut zu, dass wir gewisse Spielregeln einfach brauchen für einen Markt, der immer größer wird, der sich weiterentwickelt. Man hat auch gesehen, dass FTX einfach zu schnell gewachsen ist und keinerlei Governance-Mechanismen quasi in Kraft hatte. Zwar FTX an sich in Bahamas angesiedelt. Es gab ja auch eine US-Entität, die dann in den USA angesiedelt war, eben nicht reguliert in dem Sinne. Ich vermute auch, dass das der Punkt ist, auf den Sie mit der globalen Mika hin möchten, dass wir nicht nur Regulierung jetzt eben in Europa brauchen, sondern wir brauchen global abgestimmte Standards, um das eben ja nicht nur in einem Land oder einer Jurisdiktion zu verhindern, sondern optimalerweise global. Interpretiere ich das richtig? Ja, ich bin jetzt vor 6 Wochen den Staaten mal gewesen und natürlich stellt sich die Frage, wie kann man sowas verhindern und wie beaufsichtigt man Coins überhaupt? Oder was kann man überhaupt machen? Und was sollte man überhaupt machen? Weil man muss dafür nicht zu viel machen. Wir wollen ja keine Industrie oder kreative Menschen abwürgen. So, und deswegen glaube ich, ist Mika eigentlich ein durchaus gelungenes Gesetzeswerk, an dem sich viele Staaten im Grunde schon auch bedienen können. Also ich glaube, was wir hier entwickelt haben, das kann das Vorbild sein für viele Regulierungen, wo wir einen Rahmen setzen, aber doch nicht zu weit in den Markt reingehen. Jetzt muss man sich die Welt mal ansehen. Eine globale Mika ist ohnehin in der jetzigen Welt nur schwer vorstellbar, weil über Russland brauchen wir jetzt angesichts des Krieges sowieso nicht zu reden, über China auch nicht. Aber wenn wir diese Spielregeln schon in den Vereinigten Staaten, in Kanada, vielleicht auch in Südamerika hätten, ich hatte auch ein langes Gespräch mit dem Botschafter von El Salvador, die haben den Bitcoin ja auch nicht aus Spaß eingeführt, sondern die wollten ja auch, dass diejenigen El Salvadorianer, die in den USA arbeiten, auch ihr erarbeitetes Geld relativ einfach zu ihren Leuten rüberschicken können. Wenn wir solche Spielregeln global haben, die auch, wenn man sie ein bisschen modifiziert, so schwer gar nicht umzusetzen sind. Also wenn man dieses Werk liest und wenn man sich ein bisschen mit befasst, dann erkennt man auch, ja klar, du brauchst ein paar Behörden, die es machen, aber ansonsten ist da eigentlich jetzt auch kein Aufwand. Das kann man alles in den bestehenden Systemen, glaube ich, irgendwie mit abbilden. Und das wäre für mich schon ein wirklicher Punkt. Denn man muss natürlich sehen, FTX oder der FTX-Fall natürlich auch abschreckt. Die ganze Kryptowelt lebt natürlich auch davon, ist auch ein Teil der Wahrheit, dass Leute auch Geld reinpacken. Dass Leute da auch Geld anlegen. Denn nur wo dieses Geld auch angelegt wird, wenn Leute auch in diese Business Models, in die Coins auch reingehen, erst dann ist das Geld ja da für weitere Entwicklungen. So, und wenn das unreguliert ist, dann werden es nicht viele machen. Und so Fälle wie FTX schrecken eben ab und wir wollen ja Investoren anziehen und nicht abschrecken. Und das ist das Ziel und deswegen bin ich für eine globale Mika, wohl wissend, dass es damit eher Kanada, USA oder Südamerika oder so, oder wenn die Amerikaner schon, einen größeren Teil von Mika übernehmen, dann wäre eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich denke, die haben sich das auch schon ganz genau angeguckt. Ich weiß es ziemlich genau. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regulierung und was in den USA alles passieren soll. Da hört man immer mal wieder was. Nichtsdestotrotz ist vollkommen klar, oder jeder wird doch jetzt sehen. Ich gebe doch mein Geld nicht mehr in eine Bude auf den Bahamas, so im Sam Bankman-Fried, keine Ahnung, ja, sondern wenn ich jetzt irgendwie auch die große Masse von vernünftigen Anlegern haben will, von Menschen, die da reingehen, dann brauche ich auch einen Rahmen, der Vertrauen schafft. Und das soll die Mika bewirken. Und deswegen wäre es gut, wenn die Amerikaner was Ähnliches machen. Dann hätten wir Entwicklungen wie FTX in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr. Und dann hätten wir zumindest die Kraft, in Amerika und in Europa diese neue Pflanze zum Wachsen zu bringen. Denn wenn man sich die Wettbewerbslage anguckt,
In Amerika passiert sehr viel. Also ich bin da gewesen, alle Investitionen in Metaversen, womit NFTs bezahlt wird, in Coins, alles das geht über Meta, Microsoft, Roblox, Adobe. Da spielt kein europäisches Unternehmen mit. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir mit den Amerikanern die gleichen Standards haben. Denn auf der anderen Seite sitzen die Chinesen, die machen es zentral. Die haben auch eine eigene Zentralbank. Die können auch Mining verbieten oder nicht. Denen ist einfach alles egal. Die haben eine schiere Masse. Ich finde auch gut, dass Binance auch heute die Meldung und dass Binance auch jetzt mal verklagt wird wegen Geldwäsche und wegen Umgehung der Sanktionen. Das ist auch mal die Frage, warum Binance so groß geworden ist, wenn man da auch mal in Amerika drauf guckt. Denn das ist schon ein systemischer rivale China und Binance ist eine große Plattform, wo ich auch, ich sag mal, sicher gehen möchte, auch als Anleger, dass sie sich ordentlich verhalten. Ich hoffe, das ist so. Ich kann es jetzt nicht sagen. Wir werden ja sehen, was in Amerika rauskommt. Aber für uns wäre wichtig, aus europäischer, aus amerikanischer Sicht, dass wir in etwa die gleichen Spielregeln haben. Den Chinesen und die Russen, die machen ihr eigenes Ding. Mit denen können wir im Moment jetzt über diese Fragen, glaube ich, nicht sprechen. Deswegen ist es, glaube ich, für uns sehr wichtig, dass wir, wie gesagt, in Amerika und Europa die gleichen Spielregeln haben. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass wir mit Mika jetzt im Endeffekt ja ein Gesetz gesetzt dann, wenn es in Kraft tritt, haben, was wirklich auch als Blaupause international genutzt werden kann, was natürlich auch, wo erhofft wird, dass es kurz-, mittel-, langfristig auch natürlich Investitionen nach Europa bringt, einfach weil es einen attraktiven regulatorischen Rahmen bietet. Vielleicht zum Abschluss der Episode als letzte Frage einen kleinen Blick in die Glaskugel. Also angenommen, wir sind jetzt im 2027, nach der nächsten Wahl, ein paar Jahre nach der nächsten Wahl, 5 Jahre von heute. Wie glauben Sie, dass sich der Krypto-Standard Europa auch dank der Mika entwickelt haben wird? Also ich hoffe zumindest, dass wir mehrere Entwicklungen sehen. Dass wir einmal mehr Unternehmen sehen, die einfach in Business Models reingehen, wie Tokenization. Dass wir einfach Unternehmen haben, die Dinge tokenisieren, Bilder oder auch Immobilien. Ich habe jetzt mit vielen Unternehmen gesprochen, die machen Real Estates, kannst ja auch ein Haus tokenisieren oder alles. Also dass wir in der Tokenisierung einen Fortschritt sehen, dadurch wird die ganze Welt Token, Blockchain und so weiter akzeptiert. Das wäre, glaube ich, schon mal ein erster wichtiger Schritt. Eine zweite wichtige Geschichte ist die Integration im klassischen Finanzsektor. Also ich habe jetzt ein Gespräch mit dem Westfälischen Sparkassen- und Giroverband gehabt. Die haben zum Weltspartag ein Wallet und ein NFT rausgegeben. Und dass man da die alte Welt und die neue Welt, also die Logik des Bankkontos gegen die Logik des Wallets, dass man die ein bisschen zusammenbringt. Und das wird auch passieren. So, und der dritte Punkt ist, dass wir einfach auch neue Entwicklungen sehen. Nicht nur im Bereich NFT, nicht nur, dass die Panini-Bildchen nicht mehr eingeklebt werden, sondern jetzt in der Wallet da sind, sondern dass wir auch hier, und das wäre auch mein Wunsch, über diese Fragen mehr Entwicklungen sehen im Web 3, in der Frage, wie gehen wir mit den neuen Entwicklungen in Metaversen um, in sozialen Netzwerken. Alles das ist ja das, was ansteht. Da sind sehr viele Denker in den USA und die Entwicklung noch nicht bei uns. Es gibt einige, natürlich, klar. Wenn wir diese Welten zusammenmixen, glaube ich, dann haben wir schon zum Wachsen bringen. Dann haben wir, glaube ich, schon ein gutes Fundament, auf das wir uns stützen können. Denn ehrlicherweise, die großen Gelder werden in den USA ausgegeben und nicht in Europa. Das ist nach wie vor so. Und deswegen müssen wir unsere Kreativität dagegen setzen. Und deswegen ist Mika eben so wichtig. Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort und auch ja eine sehr schöne Vision für den Kryptostandort Deutschland, Europa an der Stelle. Herr Berger, ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie heute hier waren. Vielleicht zum Abschluss noch, wo kann man denn als Hörer, Zuhörer oder Hörer mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren? Ja, gerne. Ich bin in so sozialen Medien aktiv. Ne? Ich freue mich auch immer über Feedback. Und ich stehe auf Twitter, auf Facebook, wie gesagt, mit vielen in Kontakt. Mika ist jetzt erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, irgendwann kommen Europawahlen, dann geht das alles weiter. Also ich denke, wir haben viele Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und ich freue mich drauf.
Super, und die spannenden Themen gehen nicht aus. Verlinken wir alles in den Shownotes. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Berger. Natürlich auch danke an alle, die heute zugehört haben. Freut uns, dass ihr wieder dabei wart. Empfehlt natürlich den Podcast gerne weiter. Wenn euch die Episoden gefallen, probiert auch gerne mal Value for Value Podcast Streaming über Bitcoin Lightning in der Fountain App aus. Wenn ihr das einfach mal in der Praxis ausprobieren wollt, sind wir auch dort vertreten. An der Stelle danke euch fürs Zuhören. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.